Kinder, an diesem dritten Video da geht es um die Sprache lehren. Da sieht also, wie die Kinder aus dem C1 und aus dem C2 hier den ITO ganz bewusst ersetzen, für neue Sprache weiterzuentwickeln. Das mit der Hilfe von den Kameraden, aber natürlich auch unter der Leitung von den Senioren. Wir werden hier einen Auszug aus Interviewen aus verschiedenen Etappen von den 2 Jahren an der Gera Gretsch und ich will kommentieren. Ich fand für mich das doch immer interessant, für mich zu sehen, was produzieren kann, wenn ich nicht dabei bin, wenn ich nicht am Raum bin. Sie finden sich dann auch viel mehr frei, wenn man auch oft auf den Film gesagt oder im ITO hört. Sie werden wirklich, wie sich, wenn ich mal Martin gehe für Kamera zu installieren, sie werden, wie sich da rauszusehen. Und dann gucken sie, dann winken sie vielleicht ein Jahr. Und dann, sie fangen recht an, ja, wenn sie wirklich für sich sind. Dann meinst du, wenn sie dann mal in einem Raum, in dem Raum könnten, dann hören sie direkt auf. Das sind wirklich Sachen, die sie schon produzieren, aber sie erlernen sie. Da kommen ganz andere Sachen raus in der Klasse. Zum Beispiel für Kinder, die da ein bisschen introvertiert sind, unter dem Tool da am Kopf, und mit dem schwatzen sie ganz viel, und in der Klasse schwatzen sie vielleicht gut nicht, oder just ganz, ganz ein bisschen. Das ist interessant, um zu sehen, ja. Indem du wie ein Kinder mal den Nehmen, und wenn sie auch schwatzen gehen, kommen andere Sachen dabei raus. Ja, andere Ideen, einen anderen Umgang, oder vielleicht die Rollenverdelung, die auch nicht ist, wo denen in dem anderen hilft, für zu übersetzen oder für etwas mit Chlor auszuschwätzen oder so. Natürlich schon ein kleines Publikum, mein Kollege, dem abgeht, für ihn nur für das große Publikum. Oder die Typ, die bei sie, ja. Die bei sie gecoacht. Ja. Ja. Das ist immens flott, die paar Videos, die ich dann mache, von denen kann, dort zu beobachten, dass sie sich wirklich schon alle Regeln haben, die wir auch am Klassensaal haben. Dass sie denselben Respekt haben, den wir hegen und pflegen all das, dass sie den auch da haben. Also sie profitieren gut nicht, au contraire, sie meinen das irgendwie wie an einer Zeitlupe und viel mehr bewusst, wenn sie für um ITO sind. Und die kleinen Jungen, die hat am Anfang gut nicht viel geschwärt. Den anderen, der Kollege hat ganz, ganz viel erzählt. Und da könnte man meinen, dass sie aufschalten ging oder so, mit das gut vor, weil dann hat ihn ein Wort gesucht oder so. Und da war das so ein Schlüsselwort an der Geschichte. Und da runter merkt ihn, dass er von Anfang bis zum Schluss matt gedurcht hat. Sonst wäre nicht fähig gewesen, das Wort oder den Satz zu sagen. Oder so, ah nee, das kannst du nicht so, weil das geht ja gar nicht an der Geschichte. Das ist dann eine kleine Intervention, die aber beweist, dass die ganze Logik oder die ganze Kohärenz von der Geschichte matt drohen will. Das ist ein Beispiel. Mhm. Ja. Kann ich gelernt, hier Stimmen zu hören. Mhm. Und dann noch, später hin, mit dem, was sie gespart haben, etwas können zu machen. Mhm. Die ganze Feedback vom WePlay immer. Ihren Abgrund, also hier ihre Geschichte, also haben sie aufgebaut und sie konnten sie lauschen. Mhm. Immer. Sie selber konnten drüber schaffen, sie haben zusammen drüber geschafft. Und am Anfang war es für sie schwer, für zusammen zu schaffen. Zum Beispiel, Schüler sind nicht die Lehrer der Gruppen oder zusammen etwas auszuschaffen. Zu einem Negeschwer zum Beispiel. Voilà, oder wollte sie eh nicht besuchen und die anderen nicht dürfen. Und dann haben sie wirklich gelernt, okay, ich brauche auch den anderen Mund, die sieht mir etwas. Ja, voilà. Vielleicht kennt ihr ein Wort mehr auf der Spruch. Hokus pokus simsalabim. Hokus pokus simsalabim. Ich kann Ihnen direkt schon auf das Video verweisen über die Kollaboration, die wir gemacht haben, eben auch am Kader vom ITU. Wie ich meine, hier an den Interviewen, du merkst schon, was hier wirklich wesentlich ist. Das kann er wirklich sich ganz gut nachlauschen und sich auch gegenseitig helfen. Und sie lauschen sich eben nur, weil es hier Geschichten sind, dass das, was sie wollen, erzählen. Und sie wissen auch, dass das Publikum da ist, und das sind die Senioren, das sind die Eltern zum Teil und natürlich auch die anderen Kinder. Sie helfen sich auch gegenseitig, sie lauschen sich nur, sie imitieren, sie schwätzen mal zusammen, also sie co-vokalisieren, sie geben sich sehr viel, sie verbessern. Und all diese Sachen machen sie, weil die Geschichte ihnen wirklich wichtig ist. Und das ist ihnen wichtig, für auch doch richtig zu sein. Also sie wollen dem Publikum etwas ganz Gutes tun, für so. Ist es quoi Salina Eben? Qui a dit ça Une tartine. Maintenant, elle a gagné, toi tu as perdu. Et c'est quoi ça?
Es ist schon viele Geschichten vom Lisa, vom Lia her, und du warst nicht immer still dabei, ne? Die in Helmen. Komm, ich lasse dich mal weiter. Das ist immens wichtig zu sehen, dass am Anfang die Arbeit mit dem IT und mit dem iPad eine Präsenz von den Kindern, verschiedenen Kindern, können 1, 2, 3, 4 und so weiter, dass der den Espace kreiert, den eigentlich grundsätzlich verschieden ist von dem, den am Anfang ein Enseignant am Enseignement direkt mit den Kindern kreiert. Das ist ein Espace, den hast viel mehr offen am Raum, eben auch durch die Mobilität, die den iPad gibt, die kann ihn irgendwo anders testen und kann ihn auch immer partizipieren in der Konstruktion von der Geschichte. Und auch an der Zeit, das ist ein extrem wichtiger Faktor für jeden Mensch, den am Anfang einen Spruch verlieren. Viel Wissen wird man eigentlich über ja, Wissensinhalter, Sprüche sind noch nicht mehr Wissensinhalter, uneignen, die das, das wird Michael Polanyi Tazit genannt wird. Das ist für den Menschen etwas, was nicht immer ausgedrückt wird, mir wird eigentlich latent aus seinem Inneren angehäuft, wird, mit dem man auch operiert. Viele von den Kindern zum Beispiel, die sie gar nicht bereit, am Anfang etwas zu suchen. Sie mussten an eine Situation kommen, wo sie an der Polyphonie von vielen Stimmen auf vielem wird gezählt wird, los an hier Platz, an dem ganzen Ravussen. An der Flut mit der Erbisch beim ITO ist, dass das do möglich gemacht wird. Kant als bereit, etwas zu suchen, wenn nicht an sich selber die Attitüde, also am Anfang die Attitüde entwickelt wird, für aktiv zu partizipieren. Mir wird das alles an dem Grupp, an dem Espace, an der Zone geschieht, die an der Erbisch beim ITO kreiert wird, als es einfach schon von Anfang an dabei. Es ist nicht ausgeschlossen, wie wenn das, wie das oft an einem Klassensaal geschieht, wo ich schon am Fehler weiß, dass ich nicht die richtige Antwort auf die Frage vom Enseignant hört, sowieso nicht mehr dieselbe, ich kann dieselbe gut antworten und weiß ich schon selber, dass ich nicht vielleicht gefragt habe, und dann am Anfang an das Risiko könnt zu verstummen. Aber ich meine, den ITO als so eine Schlummel, eine kreative Zone, den erlaubt eben, ja, dass ich verschiedene Perspektiven kann anhören, die am Anfang, geschützt von rengem lauschtere Partizipation, auch körperlicher Unzähung zu meinen Kameraden, Kameradinnen besteht, dass die hier nur sich als Spruch finalement artikuliert. Und dass sie rengem freigestellt, wie lange du dafür brauchst. Und ich meine, dass das ein das ist als am Anfang die allerwichtigste Dimension mittlerweile von so einem Espace der Kreation wie den ITO und iPad, da kann er sie bieten, auch gesehen.